Er hat zwei Testamenten geschrieben. Der erste Testament wollte, dass die Familie wird aufmachen, bevor seiner Beerdigung. Der zweite Testament nach seiner Beerdigung. Das war unklar, aber so hat Papa gesagt, muss man das respektieren. Die machen auch das erste Testament. Und um dieses erste Testament steht, liebe Kinder, ich möchte, dass ihr werdet mich beerdigt mit meinen Socken. Gut. Ein Jude. Gemeinde Leckenborn war das. Ja. Eine Jude und eine gläubige Jude, traditionelle Jude. Jeden Schabbat war in die Synagoge, koschere Haus, alles war richtig. Mit Socken darf man nicht. Was macht man? Die Kinder gehen zum Rabbiner. Der Rabbiner sagt, euer Vater war ein sehr reicher Mann. Er hat sehr viel gespendet, hat sehr viel gebaut, aber ins Judentum darf man das nicht. Das kann ich machen. War ein großer Streit, hat nicht geholfen. Der Rabbiner hat gesagt, die haben die Beerdigung gemacht, ohne Socken. Eine Woche später, nach dieser Trauerzeit, Schiebe sitzen, was machen die? Die gehen zum Rechtsanwalt und machen die auch das zweite Testament. Was steht dort? Ohne Socken. Liebe Kinder, vielen Dank, dass ich ohne Socken. Liebe Kinder, ich wusste, dass ihr werdet mich beerdigt ohne meine Socken, weil das ist verboten. Aber ich wollte euch zeigen, ich war ein sehr reicher Mann. Von dieser Welt darf ich auch nicht meine Socken mitnehmen. Der Mensch, was er von dieser Welt mitnehmen kann, das sind nur gute Taten, dass er für seinen Freund macht, für die Gesellschaft, für seine Familie. Das ist das Licht, das jeder in seinen beiden Händen hat. Egal, wenn er ist reicher Mann, bekurveter Mann oder nicht. Das liegt an uns, das Licht weiterzuhalten.